Viertelfinalspiel Nummer 3 in Bremerhaven. Die Mannschaft von Mark French gehörig unter Druck. 0:2 der Serienstand aus Sicht der Schanzer, die am heutigen Abend ohne Wayne Simpson auskommen müssen. Sieger Jeglic am Mittwoch mit 3 Punkten auffälligster Bremerhavener. Das erste Highlight in dieser Partie, das setzen allerdings die Panther. Wir springen in Minute 17. David Ferenc im Doppelpack mit Stachowiak. Dann einfach mal die Scheibe nach vorne geworfen und dann Mirko Höflin. Die Führung für Ingolstadt, die zu diesem Zeitpunkt absolut in Ordnung geht. Die Panther deutlich effektiver mit mehr Chancen. Höflin hat die Kelle noch an der Scheibe und die tropft dann von Jensen genau in den Slots. Und der Abschluss, der ist natürlich Spitzenklasse von Höflin. Erster Treffer in den Playoffs. Bis hierhin hat sich die Anreise in den hohen Norden absolut gelohnt. Bremerhaven aber mit einer guten Antwort. Nur ein paar Sekunden später. Konrads zu Friesen, dann ein bisschen unkonventionell von Garteig und Uha völlig frei. Garteig klärt den genau vor das eigene Tor, pariert dann aber gut. Glück für Mark French und seine Mannschaft mit einem guten ersten Drittel. Der zweite Spielabschnitt startet mit doppelter Überzahl für Bremerhaven. Ähnliche Situation hatten wir in den ersten beiden Partien. Viele Tore und dieses Mal ist es Alex Friesen. Minute 21, Ausgleich für die Fishtown Penguins. Bekommt die Scheibe von Jensen, zieht dann einen langen Zirkel durch das Dritte der Panther. Der Abschluss ist richtig gut und Garteig hat überhaupt keine Sicht. Wikingstads und Uha parken sich vom Goalie der Schanzer, der keine Chance hat. Und Bremerhaven macht weiter. Eine wahnsinnige Druckphase nach knapp 30 Minuten. Und auf einmal Miha Verlic. 2:1 für Bremerhaven. Und bei Verlic, da läuft es richtig gut. Am Mittwoch mit Tor und Assist hier mit dem Führungstreffer für seine Mannschaft. Der zweite in den Playoffs. Pass kam von Urbas. Garteig erneut chancenlos. Ingolstadt berappelte sich dann aber mit der Zeit. Aufgepasst, was für ein Zuspiel von Hüttl auf Friedrich. Und der wird entscheidend gestört von Philipp Rosa Preto. Und vor allen Dingen legen die Schiedsrichter das als unfair aus. Deswegen Penalty für die Panther. Und das ist Chefsache. Daniel Pieter im Spiel 1001 verzettelt sich aber und trifft nichts. Etwas zu langsam rutscht hier über die Scheibe, verliert den Fokus und dann kein Problem für Christas Gudlewskis. Aber die Gäste bleiben dran. Wir springen in die letzte Minute des Mittelabschnitts. Hüttl mit einem wahnsinnig schönen Solo und dann Charles Bertrand. Was Pieter nicht per Penalty schafft, schafft Bertrand nach Zuspiel von Leon Hüttl. 5. Punkt im 5. Spiel. Ingolstadt wieder drin. Und die Schanzer nehmen den Schwung mit in den Schlussabschnitt. Und da haben wir einen Leckerbissen für sie. Und zwar dieses Tor von Wojciech Stachowiak. Ein Treffer, welcher das Prädikat hervorragend verdient hat. Lässt Eminger ins Leere laufen und dann perfekt unter den Querbalken. Ingolstadt dreht die Partie durch den Treffer von Stachowiak in Minute 44. Der erste übrigens in den Playoffs für den Angreifer des EAC Ingolstadt. Die Führung hatte allerdings nicht allzu lange Bestand. Nur ein paar Minuten später Konrad auf Mauermann. Und der Urpinguin mit dem erneuten Ausgleich. Diese Serie, sie steht unter dem Schatten von Ross Mauermann. Zweimal getroffen im ersten Spiel. Jetzt also der dritte Treffer in dieser Serie. Nichts zu machen für Garteig. Super Zuspiel von Cole Conrad. Thomas Popisch und seine Mannschaft schöpft also neue Hoffnung für diese Partie. Und auch Mark French weiß, es geht in die Overtime. Und die findet ähnlich wie in Spiel 2 ein relativ schnelles Ende. Keine 5 Minuten gespielt. Jensen auf Urbas. Und der mit dem entscheidenden Treffer. Braucht ganze 11 Sekunden länger als Adam Cole Conrad am Mittwoch. 4 Minuten 28 sind gespielt. Ganz spitzer Winkel für Urbas allerdings. Kein Problem.
Und der Slowene weiß nach seinem zweiten Treffer in der Serie ganz genau, es braucht noch einen Sieg im nächsten Spiel. It feels good, but nothing is done yet. I think we have to look on today's game a little bit. That wasn't our best game. I think we can do better. Well, it's a hard one to swallow, but with these games coming, day off and then game on Sunday at 3, we're going to have to reset pretty quick. Es wird eine ganz dicke Nuss für Ingolstadt. Bremerhaven gewinnt auch Spiel 3 erneut in der Overtime mit 4-3 gegen den ERC Ingolstadt. Die DEL Playoffs live bei Magenta Sport.